der bekanntesten und produktivsten Super League-Fußballer tritt zurück. Gestern hat der FC Basel bekannt gegeben, dass Marco Streller seine Karriere Endsaison beendet. 15 Jahre lang war er Profifußballer. Jetzt findet der FCB-Captain, es sei genug. Er hat in den letzten paar Wochen gemerkt, dass der Moment jetzt richtig sei. Und Marco Streller hat darum eine rasche Entscheidung gefällt. Marco Streller, Captain, Goalgetter, Identifikationsfigur, der Basler Erfolgsgarant. Ende Saison tritt er ab. Ja, ich kann mich mit dem Gedanken auseinandersetzen im Trainingslager. Ich hatte Zeit, über vieles nachzudenken. Und ich beschäftige mich eigentlich schon seit 2-3 Jahren mit dem Gedanken, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Aufhören. Weil das ist ganz, ganz schwer, das zu finden. Und das war immer eines meiner Hauptziele, dass ich aufhören kann beim FC Basel, wenn das die Leute noch bedauern, anstatt wenn sie sagen, endlich hört er auf. Die Leute verbinden mit Marco Streller 7 Meistertitel und 3 Cupsiege, alle im Dress seines FCB. Der Stürmer ist aber auch in Deutschland erfolgreich. Mit dem VfB Stuttgart gewinnt er die Meisterschale, zusammen mit Ludovic Magne. In der Nationalmannschaft trifft er in 37 Spielen 12 Mal. Mit seinem ersten Tor schießt er die Schweiz gegen die Türkei an die WM 2006 in Deutschland. Dort erlebt Marco Streller aber auch schwierige Zeiten. Sinnbild für das dramatische Penalty-Out im Achtelfinal gegen die Ukraine wird sein verschossener Elfmeter. Die Pfiffe der Schweizer Fans bewegen ihn später zum Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Das war sicher eine Zeit, in der ich extrem polarisiert habe. Ich finde, das hat in den letzten paar Jahren ein bisschen abgenommen. Ich bekomme recht viel Respekt, auch in der Restschweiz. Das habe ich mir auch erarbeiten. Ich habe ja auch Fehler gemacht und habe die auch eingestanden. Und das hat mich auch zu dem gemacht, wo ich jetzt bin, oder? Die ganzen negativen Erfahrungen. Und, wie gesagt, ich bin eigentlich nie einer, der gerne polarisiert hat. Es gibt Leute, die gerne polarisieren. Ich gehöre nicht dazu. Ich habe eigentlich lieber, wenn man mich gerne hat. In Basel lieben sie ihn. Und mit Rot-Blau sorgt er in Europa für Furore. Gegen englische Teams trifft er besonders gerne. Gegen Chelsea oder wie zuletzt in der Champions League gegen Liverpool. Statt englische Wochen plant der 33-Jährige nun Ferien mit der Familie. Es ist sicher so, dass ich im Sommer einmal vielleicht für eine längere Zeit einmal Ferien wird machen. Das habe ich jetzt 15 Jahre nicht können. Dass die Familie absolut an erster Stelle steht, sie auch noch vieles müssen verzichten. Und der Sommer wird ganz reingehören. Und dann werde ich sicher top motiviert. Ich kenne mich, ich werde nach 2-3 Wochen recht kribbelig und werde sicher dann top motiviert meine neue Aufgabe antreten, was das auch immer sein wird. Die nächsten Aufgaben warten aber noch auf dem Rasen. Mit dem Doublegewinn möchte Marco Streller seiner Karriere einen letzten Höhepunkt hinzufügen.